Ich bin Elisabeth Bert. Schönen Montag. Eine 24-Jährige ist heute früh in Gaschurn mit ihrem Auto einen Abhang hinuntergerutscht. Die Frau ist auf einer schneebedeckten Fahrbahn unterwegs gewesen und in einer Kurve ins Rutschen gekommen. Das Auto hat sich bei dem Unfall überschlagen. Die Frau ist zum Glück nur leicht verletzt worden. Am Landesgericht Feldkirch muss sich heute ein Mann wegen schweren gewerbsmäßigen Betrugs verantworten. Der Angeklagte soll über einen längeren Zeitraum fälschlicherweise Spendengelder gesammelt haben. Er hat dabei angegeben, das Geld sei für einen Faschingswagen für Kinder mit Behinderung. Der Gesamtschaden liegt bei mehr als 10.000 Euro. Im Bregenzer Hafen haben sich rund 700 Menschen zu einer Demonstration versammelt. Sie haben damit gestern Vormittag ein Zeichen gegen die aktuelle Asylpolitik gesetzt. Grünen-Chef Johannes Rauch knüpft daran an und sagt, in Vorarlberg bestehe eine breite Allianz für Vernunft und Menschlichkeit. Rauch will morgen in der Regierungssitzung das Thema humanitäres Bleiberecht und die Mitsprache von Land und Gemeinden anbringen. Und toller Auftakt in den Top 10. Skirennfahrer Christian Hirschbühl ist erfolgreich in den WM-Winter gestartet. Der 28-jährige Lauteracher hat es in Levi auf den 8. Platz geschafft. Vielen Dank fürs Zusehen und bis morgen.